Ja, vielen Dank. Das war ein gefährliches Lob mit den lyrischen Titeln. Und man muss die Titel ja dann auch irgendwie einhalten. Ich weiß nicht, ob mir das gelingt. Ich sehe den Titel mal eher als eine Referenz an die vielen Ethnologen und Kulturwissenschaftler. Das klingt da so ein bisschen drin an. Ja, ich freue mich, dass Sie heute hierher gekommen sind. Trotzdem schönem Wetter, aber die Abende sind ja zum Glück lang, dass man auch danach noch entweder im Haus am Walde oder sonst wo den Abend genießen kann. Ich spreche heute in diesem Vortrag über ein Thema, das sich bei Besuchen in Neuseeland so ein bisschen nebenher entwickelt hat. In diesem grünen Land, das nach allen gängigen Maßstäben irgendwie ganz viel Landschaft ist und ganz viel Natur, beeindruckende Landschaften vorzuweisen hat. Und in diesem Land werden unverkennbar aber auch Tiere, freilebende Tiere im großen Maßstab getötet. Es fällt einem bald auf, mit Fallen und mit Giften und mit allen möglichen Verfahren. Jedenfalls viel offener und sichtbarer, als das hier passiert. Und das löst eine gewisse Irritation aus, die am Anfang von meiner Beschäftigung stand, wenn man das mitbekommt. Zumal es sich bei diesen Tieren auch um so Feldtiere handelt, Säugetiere überwiegend, die andernorts ja jedenfalls scheinbar wachsende Rechte oder zumindest eine wachsende Nachsicht und Umsicht beanspruchen können. Dem wollte ich ein bisschen nachgehen, wie hier der Schutz der Natur und die Tötung von Säugetieren zusammengehen, wie sie getrennt werden, wie die überhaupt organisiert werden, ganz praktisch. Es standen am Anfang also nicht ethische oder moralische Überlegungen oder so eine klassische bioethische Fragestellung, wie es in der Philosophie diskutiert wird, aber natürlich schon ein bisschen so eine Irritation, die irgendwie mit halbgaren, unsortierten moralischen Urteilen und Gefühlen begründet ist. Mein eigener Bezugspunkt war aber eher, das ist kurz angeklungen, in dem, was Michi Knecht gesagt hat, eine langjährige Auseinandersetzung mit Biodiversität, biologischer Vielfalt, Naturschutzthemen. Und wenn man in diesen Biodiversitätsthemen drin ist, da sind ja immer schon solche Identitätsfragen, identitätspolitische Ansätze eingebunden, ja, Fragen des indigenen Wissens etwa, unterschiedlicher Wissensformen, kultureller Hierarchien, aber auch viel ökonomisch, dann die Teilung von Gewinnen aus der Nutzung der biologischen Vielfalt. Aber auch Fragen der Regulierung, der Sicherheit und der Kontrolle im Umgang mit biologischen Substanzen. Ich nehme in den folgenden Ausführungen Bezug oder kursorischen Bezug, sollte ich vorsichtiger sagen, auf Vokabular des französischen Philosophen und Diskurstheoretikers Michel Foucault, insbesondere auf den Begriff der Biopolitik. Foucault nimmt bekanntlich die Verschiebung hin zu seinem produktiven Fokus im Umgang mit dem Leben in den modernen Kollektiven als so ein wesentliches Kennzeichen einer neuen Macht, ja, die sich im 19. Jahrhundert so durchzusetzen beginnt oder herausbildet, während die alte europäische souveräne Macht die Menschen im großen Leben lässt und sie eigentlich nur dort, wo es zur Aufrechterhaltung ihrer Macht angezeigt scheint, sterben macht oder in den Tod schickt. Da will die neue biopolitische Macht, so wie Foucault sie analysiert, das Leben regulieren, und zwar produktiv regulieren. Der neue Machttypus reorganisiert, er bildet Normalitätsstandards aus für die Sexualität, für die Fügsamkeit der Körper, für die Gesundheit, durchaus produktive Normalitätsstandards, die bis in die tiefsten Schichten des gesellschaftlichen, aber auch des biologischen hineinreichen, ja, von der Selbststeuerung bis zur Genetik. In der berühmten Vorlesung, die auch in dem einschlägigen Text, den einige von Ihnen gelesen haben, zitiert wird, vom März 1976, hat Foucault diese Verschiebung in den häufig zitierten Zeilen verdichtet. Das Recht der Souveränität besteht darin, sterben zu machen oder leben zu lassen. Danach installiert sich dieses neue Recht, das Recht, leben zu machen und sterben zu lassen. Das ist ein Ausgangspunkt, ne? Leben zu machen und sterben zu lassen. Wenn man über die biologische Vielfalt und diese neuen Biotechnologien und sowas nachdenkt, wird
verknüpften Life Sciences, dann leuchtet diese Formulierung unmittelbar ein, dieses Leben machen, ja, die neue Prothetik, Transplantation, genetisches Screening, Gentherapie, Gentechnik. Auf der anderen Seite ist auch das Sterben lassen uns in der Spätmoderne, wenn wir sie mal so nennen wollen, ganz präsent, auf grauenhafte Weise alltäglich, ob jetzt im Mittelmeer, in Syrien oder in weniger beachteten Konflikten, in Myanmar, in Jemen, rund um die Welt. Aber ich will gleich entgegenhalten, im 20. Jahrhundert hat vielleicht auch gleichzeitig das Nicht-Sterben-Lassen zugenommen. Das Rote Kreuz, UNHCR, humanitäre Initiativen, NROs, die international operieren, weisen zumindest darauf hin, dass es auch Gegentrends gibt. Ich glaube nicht, dass das Sterben-Lassen per se selbstverständlicher geworden ist. Auch das Distant Suffering, ein Begriff von dem Luc Boltanski, von dem in dieser Vorlesungsreihe auch schon die Rede war, das Mitfühlen auf Distanz, ja, Distant Suffering, dass man sich involviert fühlt, hat wohl eher zugenommen im 20. Jahrhundert. Und man könnte ja auch Naturschutzgebiete oder Artenschutzinitiativen so deuten, dass sie eben nicht sterben lassen. Na, auch Genbanken. Darauf komme ich später nochmal zurück. Die Debatte um Natur und Kulturen, so wie sie hier auch geführt worden ist in dieser Reihe, die hat Aspekte dieser ökologischen Biomachtdiskussion aufgenommen oder auch indirekt weitergeführt und andere Perspektiven dazu oder bestimmte Themen stark gemacht. Unter anderem eben, oder zwei Stränge, sagen wir mal, die ich hier aufnehmen will. Der eine Strang in meiner Erzählung ist diese biologische Sicherheit oder diese Frage der biologischen Sicherheiten, für die wir im Plural davon sprechen, die diese Frage von Leben und Tod neu auf die Tagesordnung gesetzt haben in den letzten 10, 15 Jahren, glaube ich. Diese Debatte ist in Neuseeland unglaublich präsent. Ja, hinterher, kann es so schwer erkennen, aber können Sie es lesen ein bisschen? Ja. Wenn man in Neuseeland ankommt, am Flughafen in Auckland, ja, last chance to declare or dispose, da kommen Sie gleich in so ein biopolitisches Dispositiv sozusagen hinein, in eine Screening Area, wo Ihnen da so rotierende Bilder rumgezeigt werden von irgendwie Campingausrüstung, irgendwie möglichen Tieren, die in Ihrem Gepäck sein könnten. Man kann da auch sehr schnell für einen aus Australien mitgebrachten Apfel 400 NZ-Dollar bezahlen als Strafe und sein Campingzeug waschen lassen und ähnliches. Also das ist wirklich eine Tight Security, Tight Fire Security, das erste sozusagen, was man erlebt, wenn man nach Neuseeland reinkommt. Zweitens ist natürlich diese ganze Tierdebatte, die ich hier mit aufnehme, ne? Die Debatte um das Tierhafte, Tierische, ganz unverkennbar und wie weit man das sozusagen mit dem Humanen, in diesen More Than Human Geographies, inwieweit sich das ein neues Übergangsfeld sozusagen auch theoretisch ja, die Tiere spielen ja auch eine große Rolle, nicht nur in neuen Zeitschriften über das, sagen wir mal, sozialwissenschaftlichen Zeitschriften oder Animal Studies, sondern auch in diesen geografischen Projekten, die Ihnen vielleicht näher stehen, von denen wir hier auch schon einiges gehört haben, zum Beispiel in den hybriden Geografien, während man in das Buch reingeguckt hat von Sarah Watmore, geht es viel um Tiere, Nick Bingham ebenfalls, der hier über Bienen gesprochen hat und so weiter. Von einer post-Foucault'schen Theoriebildung her sind sicher auch die Arbeiten von Donna Haraway da einschlägig oder sehr einflussreich, der versucht, diese Mensch-Tier-Beziehung mit neuen Begriffen zu denken, eben insbesondere mit diesem Begriff der Companion Species. Können wir vielleicht in der Diskussion darauf eingehen. Der Punkt hier zunächst mal ist, dass diese vielfältigen Mensch-Tier-Beziehungen ein Bestandteil sind dieser weiteren Verknüpfungen in den Nature Cultures, die vielleicht auch Dinge und Landschaften und alles Mögliche enthalten können, aber sowohl auch symbolische und semiotische Verknüpfungen auf der einen Seite, als auch ganz materiell gedacht. Ja, und das wird ja gerade an diesen Überlegungen zur Biosicherheit deutlich. Ja, diese Dispositive, Desinfektionsapparate, Campingutensilien, die gewaschen werden, aber auch landwirtschaftliche Praktiken in irgendwelchen anderen Ländern. Ja, wenn Sie diese Avian Flu haben, dann geht es plötzlich darum, wie Asiaten irgendwie ihre Geflügelzucht organisieren.
in Indonesien oder ähnliches. Damit sind, glaube ich, ein paar Ausgangspunkte deutlich gemacht. Ich will aber keine theoretische Abhandlung machen, sondern ganz konkret ein bisschen über diese tierbezogenen Praktiken sprechen. Über darüber, wie diese Räume organisiert werden, wie sie gemanagt werden, getötet, aber auch Leben gemacht wird mit diesen Tieren. Ich gehe dabei in vier Schritten vor. Ja, kurzes Exposé, zuerst mal dieses Grundthema, Kiwi versus Possum. Dann dieses Räume machen, das ist so der wirkliche Hauptteil dessen, was ich sage. Das ist wirklich ein längerer Teil mit verschiedenen Facetten. Dann nehme ich nochmal diese Opposition auf und versuche das so ein semiotisches Viereck zu machen. Das einige vielleicht kennen, dieses Verfahren. Und schließlich einen kurzen Ausblick noch zu geben, das war wirklich groß, über was vielleicht restaurative und progressive Ökologie sein wird. Die These, die ich insgesamt verfolge, die ist eigentlich recht einfach. Sie lautet, dass in der Herstellung dieser Räume in Neuseeland Konflikte aktualisiert werden, die sich nicht nur um Natur- und Artenschutz drehen und diese Konflikte, die sich zwischen den Tieren, die dann rekonstruieren lassen, in diesem Possum-Kiwi-Verhältnis oder entschlüsseln lassen, die werden gerade zum jetzigen historischen Zeitpunkt neu sichtbar. Auch und gerade, weil das räumliche und ökologische Projekt dieses Räume machen so erfolgreich ist und sich scheinbar unbegrenzt ausdehnen kann. Man könnte sagen, um diesen Foucault'schen Heterotopie-Begriff aufzunehmen, dass diese Heterotopien, diese notwendig begrenzten Räume sich auflösen, indem sie hypertroph werden. Dabei stoßen sie an ihre strukturellen Grenzen, denn es kehren die tieferen Konflikte zurück, in denen diese Entwicklung Neuseelands sozusagen als postkoloniale Entwicklung verfangen ist. Soweit zur Einführung. Kommen wir zu den Tieren. Der Kiwi zuerst mal, den kennen Sie alle, den brauche ich nicht so lange oder ausführlich einführen. Und die verschiedenen Varianten des Kiwi, hier eine alte Darstellung. Die Engländer waren sehr früh fasziniert von dem, haben den auch massenweise erledigt und nach London ausgestopft zurückgebracht. Oder zum Teil auch lebendig. Ein vorwiegend nachtaktiver Vogel, der stark zurückgegangen ist, weil er flugunfähig ist. Und dadurch auch sehr angreifbar für alle Arten von Tieren, die am Boden rumlaufen und ihm nachstellen können. Natürliche Feinde hat er kaum gehabt. Ein sehr großer Raubvogel, den es in Neuseeland ursprünglich gab, der Hast Eagle, der ist frühzeitig ausgerottet worden. Er hat nicht so wahnsinnig viele natürliche Feinde, die ihm am Boden nachstellen. Dieser Kiwi, den kennen Sie auch alle deshalb, weil er eben so einzigartig ist. Ne? Man findet ihn irgendwie toll und süß und komisch. Und alles wirklich fast automatisch, wenn man kurzige Bilder von ihm sieht, man kann ihn auch in die Hand nehmen, ist auch kuschelig und alles. Aber er ist auch für die Neuseeländer ein nationales Symbol, und zwar das nationale Symbol, das ist gar keine Frage. Ja. Hier eine Homepage, die das unmissverständlich zum Ausdruck bringt, ja, auch so für Tierschutz orientiert ist. Show your national pride, save our national icon. Das ist gar keine Frage, ist der nationale Vogel, und diese ganze Aktion, der sich das hier widmet, diese Spendenaktion, die heißt auch noch Kiwis for Kiwi. Das ist die feinsinnige Unterscheidung, dass die Neuseeländer sich selber Kiwis nennen, also im Plural auch ein S dran hängen, während die Kiwi, die Vögel auch im Plural kein S haben. Aber das ist sozusagen, also im Grunde Kiwis for themselves, ne? Also auf Deutsch könnte man es gar nicht sozusagen richtig sagen, also wir schützen uns sozusagen. Und das ist irgendwie, das kann man in ganz vielen Facetten sehen. Man kann das auch noch ein bisschen historisch nachverfolgen, wo das eigentlich herkommt. Das ist gar nicht uninteressant, dass in Mitte des, oder zweite Hälfte des 19. Jahrhunderts das eigentlich zuerst als Emblem, als nationales Emblem in so einem militärischen Kontext auftaucht. Wenn Sie diese Gürtelschnallen, die dann 1880 von irgendwelchen South Canterbury Battalions getragen worden sind. Es taucht dann in der politischen Karikatur auf, verschiedentlich hier anlässlich irgendeines Rugby-Spiels Anfang des 20. Jahrhunderts gegen den englischen Löwen. Da sieht man schon, dass der Kiwi vielleicht doch ein bisschen aggressiver sein kann und ein bisschen wehrhaft auch dargestellt wird, würde ich sagen. Und das setzt sich auch durchaus fort. Ich glaube, da könnte man jetzt eine ganze Menge politische Karikaturen zeigen, aber entscheidend ist eigentlich dieser Moment,
Eigentlich die Periode des Ersten Weltkriegs. Im Ersten Weltkrieg werden die Neuseeländer zum ersten Mal richtig so kollektiv als Kiwi bezeichnet und bezeichnen sich auch selber so, aus einer Reihe von Gründen. Da gibt es ein paar Rekonstruktionsversuche. Und dann wird ganz berühmt direkt nach Ende des Ersten Weltkrieges, wo sie noch eine Zeit lang in einem Soldatenlager sozusagen in England leben, weil die Rückfahrt ja gar nicht so einfach war. Man konnte auch nicht unmittelbar sozusagen umdrehen und sagen, der Krieg ist aus, wir fahren nach Hause oder so, sondern das war eine langwierige logistische Operation, auch die Leute zurückzubringen. Waren die noch 2-3 Monate lang da in England festgehalten und so ein bisschen gelangweilt, um sie zu unterhalten und auf Trab zu halten, wurden dann diese riesige Kiwi in einen Berg reingeritzt, wo so ein weißer Kalkuntergrund rauskam. Der wurde dann lange von, da gehe ich jetzt nicht drauf ein, das dauert so lange. Aber sagen auch, kann ich nachher noch erzählen. Aber das Entscheidende ist, er wird bis zum heutigen Tag gepflegt. Sie können auch heute noch angucken, wenn Sie dann Nathan Stonehenge dort vorbeigehen bei diesem Camp, der wird heute vom englischen Verteidigungsministerium nach wie vor unterhalten. Also Sie sehen, der Kiwi ist wirklich fest verwurzelt und er ist auch heute noch sozusagen ein unveräußerlicher Bestandteil der Außenpolitik. Sozusagen wird auch wie so häufig die deutschen Partner etwas herablassend behandelt, aber er ist auf jeden Fall, darf nicht fehlen. Und auch immer wieder sehen Sie, dass diese Frau auch selber dieser Aktion da angehört, ne? Kiwis for Kiwis steht auf dieser Seite und hier. Das ist Block Department. Ja? Also das ist sozusagen wirklich auch ein Staatsvogel, wenn Sie so wollen. Ja? Als letzter Punkt vielleicht noch zum Kiwi. Das hier und in den folgenden Debatten steht der Kiwi natürlich auch, man könnte sagen, metonymisch oder pars pro toto für die ganze Vogelwelt. Ja? In Neuseeland, die ganz viele tolle Merkwürdigkeiten zu bieten hat. Auch das wäre sicher ein abendfüllendes Thema für einen Biologen, hier mal darüber zu sprechen. Aber der Grundplot ist einfach erzählt, weil diese erdgeschichtlichen Entwicklung Neuseeland sich relativ früh von anderen Landmassen auf diesem Gondwana, von diesem südlichen Teil abgespalten hat, am längsten noch eigentlich zusammenhing an der Südspitze mit Südamerika, dadurch auch einige so Waldtypen, diese Notophagus-Wälder auf der Südinsel, quasi auch ähnlich sind wie die entsprechenden Wälder in Südargentinien. Aber was die Tierwelt angeht, waren da eben keine Säugetiere, sozusagen keine Säugetiere, die es nach Neuseeland geschafft haben, außer ein paar schwimmende Säugetiere, nämlich so Seelöwen, und ein paar fliegende, nämlich ein paar Fledermäuse. Aber ansonsten ist es im Grunde ein Vogeluniversum. Und Jared Diamond, vielen Geografen auch bekannt, hat mal gesagt, wenn man sich versuchen würde, eine andere Welt vorzustellen, kommt dem nicht so nahe, biologisch gesehen, wie Neuseeland. Es ist also mindestens wie ein Kontinent, das war so stark isoliert. Und da hat sich im Grunde jetzt nochmal eine neue Biowelt entwickelt, die ganz um Vögel herum funktioniert. Und Neuseeland ist ja auch, aber das müssen wir nicht im Detail diskutieren, sehr spät. Also von den Vögeln, ich kam jetzt auch eingehen, nur auf diesen rechten, weil der nachher nochmal vortaucht. Auftaucht zweimal, das ist ein Kokako, auf Deutsch hat den komischen Namen Lappenkrähe, eben dieser Halslappen da. Und dieser Hinterrad, den ich gerade gezeigt habe, der ist ausgestorben, das war der Typus, den es auf der Südinsel gab. Bis vor wenigen Jahren, muss man sagen. Und der blaue, den gibt es noch auf der Nordinsel in einigen Exemplaren. Auch die anderen sind schwer bedroht, vielleicht kennt jemand den Douglas Adams, da die letzten ihrer Art oder so im Film, da kommt der obere Kerl da ausführlich vor. Gut, das Possum auf der anderen Seite. Das Possum ist ganz anders. Das Possum ist eingeführt. Das ist schon mal das Wichtigste. Das wird immer als allererstes betont. Das Possum ist australisch, um genau zu sein, was zu allerlei Scherzen Anlass bietet. Insbesondere in Kombination mit seinem angeblich kleinen Hirn. Aber das Possum ist nicht ganz selbst eingewandert, sondern das Possum wurde ganz gezielt dorthin gebracht. Nämlich in erster Linie im 19. Jahrhundert in mehreren Wellen. Es gab also eine organisierte Aktivität, sehr viele Tiere nach Neuseeland einzuführen. Genauso wie es die auch in den Americas gegeben hat und an anderen Orten. Man hat immer Tiere, die man für nützlich hielt, auch eingeführt. Jedenfalls im 19. Jahrhundert, sogenannte Acclimatization Societies, die es betrieben haben. Und Mitte des 19. Jahrhunderts wurde dieses Possum eingeführt, hauptsächlich wegen seines Fells. Daher hat es auch ein bisschen seinen Namen, weil man wollte ganz gerne so eine Gemeinschaft herstellen mit dem nordamerikanischen Opossum,
dem es nicht so viel zu tun hat, ne? Das ist ein anderes Tier. Und hat aber ein sehr ähnliches Fell. Ne? Und dieses Australische hat man eingeführt wegen dem Trapping und sowas und um diese Felle. Aber man hat sie auch gleich, glaube ich, ausgebildet. Man dachte, es ist schön, wenn die in den Wäldern sind und dann kann man sie dort jagen wieder. So. Also man hat sie nicht nur auf irgendeiner Pelztierfarm oder sowas gehalten. Sie sehen da drunter dieser deutsche Name, ja. Hier, das ist eigentlich korrekterweise dieses Fuchskusu heißt. Ja, nicht Possum, aber ich glaube, wenn ich gesagt hätte, der Kiwi und das Fuchskusu. alle kennen den Namen Possum, die schon mal in Neuseeland waren. Gut, wichtig vielleicht noch zu den ökologischen Eigenschaften dieses Tiers, zwei Sachen zu sagen. Es ist so ein Allesfresser, das Possum isst alles, ja, es nagt Bäume ab, es isst Obst gerne, damit kann man sich nicht immer beliebt machen. Es frisst auch Eier oder kleine Tiere, wenn es sein muss. Es ist eine schöne Allesfresser und ist auch ökologisch sehr genügsam, geht in sehr verschiedene Räume, kann eigentlich von der Küste irgendein felsiges Terrain bis hoch in die Berge. Also kann auch temperaturmäßig von der Vegetation und sowas sehr viele Räume besiedeln. Das ist ein sehr, sehr flexibles Tier. Das, was ich Ihnen jetzt gesagt habe, sehr flexibel und isst alles Mögliche, führt natürlich auch bald zu Konflikten. Das kann man sich vorstellen. Deswegen ist man das Possum dann sozusagen früher oder später auch übergeworden und hat angefangen, es zu bekämpfen. Zu allem Überfluss hat man viel später allerdings erst herausgefunden, dass es auch noch Krankheiten überträgt, insbesondere die Rindertiere. Aber spielt die Rinderzucht anfangs noch nicht so eine große Rolle in Neuseeland. Aber jedenfalls im Laufe des 20. Jahrhunderts hat man angefangen, es zu bekämpfen auch. Also schon, eigentlich im Grunde schon in den 40er Jahren gab es ja erste Versuche, eher so, dass man so Gegenden freigegeben hat und dann den Fallenstellern da sozusagen keine Grenzen gesetzt hat, mehr wie viele sie da, was sie da machen dürfen. Aber auch dann zunehmend mit öffentlichen Eingriffen, mit Fallenstellen, mit auch gezielter Possumjagd. Diese ablehnende Haltung dem Possum gegenüber hat sich auch zunehmend kulturell verankert, würde ich mal sagen. Ich zeige Ihnen ein einfaches Beispiel, ja, in so Touristenshop, das ist ein beliebter Scherz, ja, Possum, hier die Roadbumps sozusagen, ja, das ist also die Possums, dass man mit dem Auto drüber fahren kann, ja, New Zealand's. Was steht da? New Zealand, Little Speed Bumps, ja, diese kleinen Schwellen an der Straße, wo man drüber fährt. Das ist der Joke anscheinend. Diese Wild, das heißt auch noch Wild Kiwi, lustigerweise die Firma, die diese T-Shirts betreibt. Es gab einen Fernsehspot letztes Jahr von Parental Driving Advice, also von so wie man Verkehrserziehung sozusagen, ja, Vater und Sohn fahren irgendwie nachts auf der Straße, zack, da pusht so ein Possum auf die Straße und dann sagt der Vater, it's either us or the Possum. Ja, das Possum wird also zunehmend eigentlich sozusagen kulturell verankert, auch als so ein Public Enemy, könnte man sagen. Das nimmt zum Teil ziemlich bizarre Formen an, wie zum Beispiel dieser hier Best Dressed Possum Contest, wo hier eine Schule stattgefunden hat, wo Kinder dann irgendwie tote Possums in verschiedener, zum Teil auch wesentlich hässlicherer Form als dieses hier, dieses süße Baby dann so anziehen und das dann prämiert wurde, wer das hübscheste tote Possum hat. Und eine abgezogene Haut und Boxhandschuhe und sowas. Also ziemlich skurril. Ich habe hier versucht, Bilder, die Leute verletzen könnten, größtenteils nicht zu zeigen. Das Possum als Public Enemy, ein Anglist ist so weit gegangen und hat gesagt, das Possum wird sozusagen zunehmend so eine Art Antitier. Das ist ein englischer Text gewesen, spricht von Anti-Animal. Im Deutschen gibt es ja das schöne Wort Untier. Er spricht in diesem Zusammenhang auch von so einem Feind, ja, von so einem echten Feind im Sinne von Carl Schmitt, von dem Staatstheoretiker sozusagen, so ein Feind, bei dem jedes Mittel recht ist. Ja. Ich weiß nicht mehr, wie der Begriff dazu ist, das ist, glaube ich, bei Schmidt heißt es, glaube ich, ein absoluter Feind. Ja, das ist eben nicht mehr einer, mit dem man irgendwie taktisch umgehen kann, sondern sozusagen, da gibt es nur eins, ab morgens. Ja. Ein letztes Kommunität noch, ja, es gibt zum Beispiel hier auch so im Internet solche Applikationen, ein Kinderspiel, das heißt Ora Save the Forest und Do the Possum Stump.
Kiwi Possums dabei. Da ist man so ein kleines Kiwi und kann dann auf so Possums draufspringen, die kaputt trampeln. Also, und einige kommen dann auch so als Wiedergänger mit und so. Also da könnt ihr eine Bachelorarbeit drüber schreiben. Das ist fast diese ganze Kultur. Es gibt auch sozusagen natürlich dazu schon einige Überlegungen und einige Betrachtungen, insbesondere von Leuten von der Canterbury University. Da gibt es eine Animal Studies Frau, die hat dazu sehr schöne Sachen geschrieben, diese ganze Possum-Fangenschaft. Ein Umwelthistoriker, um das zusammenzufassen, hat gesagt, in Neuseeland hasst jeder Possums. Everybody hates Possums in Neuseeland. Und ich glaube, das ist nicht ganz falsch. Also dieser Satz, nur ein totes Possum ist ein gutes Possum, so den hört man x-fach, oder? Wie die dort gewesen sind. Also. Okay, also erste Diagnose sozusagen, Kontrarität, das war ja irgendwie quasi abzusehen. Kann ich sozusagen ein bisschen schärfer formulieren. Ja, das Kiwi ist das, was leben muss. Das Possum ist das, was sterben soll. Und natürlich sind die auch getrennt auf dieser Echse einheimisch eingeführt. Und darunter können wir stehen, die quasi eine ganze Liste von anderen Tieren, die wir jetzt darunter ordnen könnten. Ja, eben dieser Kokako, dieser North Island Kokako, der bedroht ist, eine ganze Reihe von Vögeln. Aber natürlich auch die Ratte, eine ganze Reihe von so kleinen Raubsäugern. Ja. Wiesel, Hermeline, Stoats, sowas das sind, welche in dieselbe Schublade kommen. Gut. Die Relation von den beiden schlägt sich dann in vielen Programmen nieder, wie hier, diesen hier von Doc, das heißt der Battle for Our Birds. Das kann man jetzt leider nicht richtig lesen, den Text, das ist ein bisschen schade. Vielleicht können Sie ihn lesen, aber ich jedenfalls nicht mehr. Da wird dann irgendwie sozusagen dieser Link gemacht. Oder wird schon diese Frage des Vogelschutzes sehr stark vereindeutigt auf die Frage des, was im deutschen Fachjargon heißt, Prädatorenmanagement. Ja, das Wort Management ist in dem Fall, da muss man sich ja so Zunge zergehen lassen, auch in entsprechenden EU-Richtlinien und sowas wird das ganz ähnlich, sondern Management heißt nämlich in erster Linie tötend. Prädatorenmanagement. Okay, ein schönes Zitat vom Koordinator einer Freiwilligengruppe in einem New Yorker Artikel war das vor einiger Zeit. We always say that for us, conservation is all about killing things. Ja, da wird es sozusagen konstitutiv für die Conservation, also für die Erhaltung der Natur, wird es konstitutiv sozusagen all about killing things. Und in den Things kommt natürlich nochmal dieses Untier heraus, ja, weil das jetzt ein Gegenstand geworden ist. Ja. It's all about killing things. It's about killing animals. Okay, Räume machen. Dann können wir teilen in drei Sachen. Einmal müssen diese Räume so ein bisschen definiert werden, abgegrenzt werden. Dann muss da diese Lebewelt neu geordnet werden in diesen Räumen. Oder soll sie neu geordnet werden? Was in erster Linie zuerst mal eine Entleerung beinhaltet und dann eine Neuansiedlung. Und dann dieser eigentlich quer dazu liegende ganzen Prozess des Planens und des Skalierens dieser Aktivität. Ja, ich will das Zitat gar nicht vorlesen, das lese ich nebenher. Natürlich der erste Fall, um sowas zu machen, um solche Räume abzugrenzen, die man jetzt neu gestalten will oder neu besiedeln und insbesondere diese Prädatoren loswerden will, sind natürlich kleine Inseln. Ja, und Neuseeland hat ganz viele Inseln. Hier ist eine, ich glaube, ich muss Ihnen ein Strandbild zeigen. Den tollen Hauraki-Hügel aus, da hinten sieht man schon die Coromandel-Halbinsel, ist gar nicht weit hier von Auckland entfernt, da gibt es jede Menge dieser wunderschönen Inseln mit tollen Stränden und so weiter, viele davon waren mal allgemein Privatbesitz oder hier war glaube ich eine Alkoholikerhaltungsstadt. Die ist dann aber umgewandelt worden und wird jetzt sozusagen so neu gemanagt. Dafür gibt es viele Beispiele, können wir vielleicht nach einer Diskussion auch noch mal ein bisschen drauf eingehen. Oftmals private Initiativen, manchmal auch im Öffentlichen. Offshore Islands gibt es the biggest bangs for our bucks. Da kommt am meisten raus, sozusagen von der Kohle, die wir reinstecken, wenn wir die safest species side. Weil die natürlich nicht so leicht wieder besiedelt werden können von unerwünschten Tieren, wenn man die erstmal losgeworden ist. Der mindestens ebenso häufige Fall, weil die Zahl der Inseln dann eben doch mal begrenzt ist oder diejenigen, die man für sowas entleeren kann, auch viele andere ökonomische Projekte konkurrieren, ist aber derjenige einzuzäunen. Und das ist was, was ich in Neuseeland in den letzten Jahren, man kann eigentlich sagen, erst seit den 90er Jahren, das ist alles noch eine relativ junge Entwicklung, im größeren Maßstab entwickelt, dass man
Gebiete einfallen, zum Teil kleine Gebiete, wo vielleicht nur irgendwie so ein Brutplatz ist von irgendeiner Vogelart. Kann auch mal ein kleiner Gecko sein oder so. Es gibt auch mal andere Dinge, sind nicht alles nur Vögel. Oder auch große, wie dieses untere, das ist diese Maungatautari Reserve, wo vielleicht auch manche schon waren. Das ist ungefähr ein 40 Kilometer langer Zaun, das ist richtig ein Riesengebiet in dem Heartland, unweit von der Bremer Parkuniversität Waikato. Also könnt ihr es da unten ein bisschen sehen, wie da der Zaun, das ist ein eigenes Foto, das ist einfach das Buch, aber ihr seht, der Zaun läuft da irgendwie ellenlang durch die Landschaft und innen ist das Schutzgebiet. Wenn Sie da in so ein Tor reingehen, ist der Südeingang, ja, das ist so ein bisschen, da sind dann so alte Grenzkontrollzeiten mit so einer Schleuse, mehrere Dinger, Elektrozäune oben und sowas, das ist richtig martialisch. Diese Zäune wären fast ein eigener ein kleiner Vortrag wert, oder sowas wie die entwickelt worden sind, aber man kann das sagen, da ist mit einer großen Gründlichkeit, sind da inzwischen proprietäre Formate entwickelt worden, wie diese Excluder Kiwi Fans, das heißt auch wieder Kiwi, aber sollte keineswegs Kiwi excluden, das kann ich Ihnen sagen, aber die sind richtig getestet worden in etwas, was man fast eine kollaborative Praxis mit den Türen sagen könnte, ja, die haben so kleine Dinger gebaut, wo sie dann reingesetzt haben, wie die rauskommen oder versuchen rauszukommen. Allen Tierarten, das ist richtig, sozusagen mehrjährige Versuche gemacht worden. Und das ist jetzt sozusagen einer der abschließenden Typen, die jetzt im großen Maßstab eingesetzt werden. Da kommt kein Tier vor. Dass dieses Fencing da so inhaltet, also man ist ja zuerst ein bisschen fassungslos in diesen eingezäunten Sachen, ist ja auch richtig ein bisschen unangenehm. Wenn man es sieht, kommt einem vor, so gefängnishaft vor. Aber das muss man sagen, ist auch eine kulturell sehr tief verankerte Sache in Neuseeland. Ja, also Fencing ist natürlich wegen diesen langen Umtriebsweidewirtschaft, wo sehr viel mit Zäunen gearbeitet wird. Es sind sowieso überall Zäune in der Landschaft gewesen, jedenfalls im großen Teil der genutzten Gebiete. Und man spricht gerne von dieser Number 8 Wire Mentality, ja, dass die Neuseeländer auch so eine Selbstmachmentalität haben, und die ist an diesem Draht geknüpft, an eine bestimmte Drahtstärke, ne? Number 8 Wire, also so wie diese Jungs da diesen Zaun reparieren, so kann man eben mit so einem Stück Draht auch alles reparieren auf der Farm und so ein bisschen selber machen. Also Zäune sind irgendwie kulturell, glaube ich, gut verankert in der Szene. Interessant ist, mit den Zäunen ist das Problem nicht erledigt. Ja? Hier heißt es drin, protecting the fences only require regular inspection of every meter for as long as it is there and periodic replacement for centuries to come. Also es ist oft gesagt worden, irgendwie, ja, es wäre eine gute Lösung für den Naturschutz, weil dann muss man nicht so oft bezahlen, erstellt man einen Zaun und fertig. Ja, dann kommt keiner mehr rein. Aber stimmt nicht, man muss sie immer überwachen. Und zwar im Grunde über Jahrhunderte, so wie die Projekte angelegt sind. Und stimmt, wie ich zum Teil sind da auch mal Kameras angebracht, wenn irgendein Baum umfällt oder sowas, weil wenn da ein Pärchen von Ratten reinkommt, dann sind die sehr schnell wieder sehr viel. Und es sind sogar Versuche gemacht worden, eine Stunde ungefähr braucht es, bis die ersten Tiere reingehen. Das heißt nicht unbedingt, dass es die entsprechenden Schädlinge sind oder sowas, aber wenn so Fence Breaches sind und sowas, das ist alles sozusagen auch getestet. Okay, also braucht man, es muss jetzt ein ziemlich kollektives Endeavor sein. Ja, da müssen viele mitmachen, das ist ein Foto, das ich abfotografiert habe hier in dem Maungatautari, habe ich das mal irgendwo gepinnt an so eine Wand. Ja, als wir die das eingeweiht haben, dann diesen 47 Kilometer langen Zaun, das erinnert so ein bisschen an so Aktionen der Friedensbewegung oder an die Atombewegung oder sowas in Deutschland. Okay, zwei würde Fallen stellen. Die müssen ja dann die Tiere auch loswerden, entweder innerhalb dieser Zäune oder auch außerhalb, um den Prädatorendruck oder auf diesen kleinen Inseln zu verringern. Ja, und auch das ist wieder ein ganz kollektiver Akt. Ja, dieses kommunale Kollektive ist eigentlich das Faszinierende. Da kann ich auch bei der Gelegenheit die bald erscheinende Dissertation von Friederike Gesing empfehlen, die das sozusagen an anderen Naturfragen in Neuseeland sehr schön gezeigt hat, wie auch diese natürlicheren Küstenschutzpraktiken sozusagen sehr stark davon beeinflusst sind und davon abhängen, dass da viele mitarbeiten, viele freiwillig mitarbeiten. Das ist auch ein Kennzeichen dieser ganzen Naturschutzgeschichte, die man sehen hat, dass das eigene Selbstreflexionswürdig ist. Ich meine, hier sehen Sie die Leute, die bauen dann seriell da hunderte von diesen Fallen in ihrer Freizeit. Die gehen auf diese Inseln und machen so richtige Events, um diese kleinen Fallschnappfallen da auszusetzen und so. Und die sind ziemlich versaute Arbeit, kann ich nicht sagen, diese Fallen müssen ja auch regelmäßig geleert werden, das sind einfach gar nicht Tiere drin, das ist kein Zuckerschlecken, finden sie aber viele Leute,
die das sozusagen freiwillig für die ganze Zeit machen, und zwar über Jahre. Diese Art von Fallen sehen Sie auch überall, wenn Sie in irgendwelchen naturschöneren Gebieten in Neuseeland rumlaufen. Zum Ei, da ist der Eingang, aber dann hinten da vorne ist sowas, was anlockt, dann sollte man Stalk da von hinten rangehen und so weiter. Dazu gehören aber auch solche anderen Dispositive, um diese dann auch festzustellen, wo welche Tiere sind. Das sind zum Beispiel keine Fallen, sondern solche Tracking-Tunnels, wo innen so ein Tintenkissen ist und da laufen die so drüber und dann machen sie so Spuren, da kann man sehen, wer da ist, ne, indem man diese Spuren dann identifiziert und liest. Das ist einerseits ein Kontrollapparat, um da, wo man schon mal alle umgebracht hat, nachgucken zu können, ob sie wiederkommen oder ob da noch welche übrig sind oder so. Andererseits auch ein Diagnoseinstrument. Das ist also ein, man könnte sagen, auch eine merkwürdige Art der Kollaboration mit diesen Tieren. Und gemeinsam mit denen stellt man das quasi fest hinter ihrer Mitwirkung. Und das sind aufwendige, ja, ich nenne das auch mal Dispositive, ja, hier irgend so ein Gebiet, was jetzt zuerst mal vielleicht für Einzelne vorbestimmt worden ist, da werden da zuerst mal solche Fallen reingesetzt, ja. Hier sind solche Raster, das kann ich auch wieder schwer sehen, leider, von der Größe. Aber diese schwarzen Punktraster, ja, diese hier, das sind dann, wo diese Tracking-Tunnels in drei Achsen aufgestellt worden sind. Das sind auch einigermaßen statistisch abgesicherte Verfahren, wie man die aufstellen muss und sowas, damit man dann diese verschiedenen Tiergruppen auch wirklich erwischt und sowas. Ja, und da wollte man zuerst mal eine Diagnose machen, was sind da überhaupt für Tiere drin und dementsprechend dann, welche Fallen stellen wir hier auf, wie viele, wie oft muss gemonitort werden, welcher Typ, eventuell nachher auch welche Art von Gift oder welche Art von Jagen. Okay, next step, Jagen. Jagen ist natürlich einerseits auch eine Variante, um bestimmte Tiere, gerade diese Possums, runterzuhalten. Die kann man auch, wenn man sie nachts erwischt oder mit einer Taschenlampe oder sowas, ziemlich leicht abknallen. Sagen auch eher Shooting normalerweise, nicht unbedingt Hunting. Hunting ist also ein bisschen organisierter, aber Possum, die werden nicht wirklich gehuntet, weil sie nicht ein echtes, sagen, Trophy oder ein echtes Ding sind. Dies habe ich nur deshalb nochmal gezeigt, diese Grafik, ne, weil es auch aufwendige Legenetze sind. Das ist hier von Capital Island, so eine Insel im südwestlich von Neuseeland. Da haben sie über 2-3 Jahre lang gearbeitet. Also mehrere Menschjahre an Arbeit stecken da drin. Zuerst über Fallenstellen, zum Teil über Vergiften und zum Schluss auch über Jagen. Und da haben sie diese ganzen Kontrollwege, diese ganzen Positionen, wo die Fallen aufgestellt werden. Da müssen wir als erst aufwendigst ein kleinräumiges Wegenetz machen. Die Possums orientieren sich zum Beispiel ganz gerne auf Wegen. Die laufen auch gerne auf menschlichen Wegen entlang. Da haben sie also zwei Fliegen mit einer Klappe mit den Wegen. Die müssen sie dann immer ablaufen. Aber hier hat man dann im späten Zeitpunkt auch relativ viel mit Hunden gemacht. Hier sind nochmal ein paar Beispiele von der Possumjagd. Da oben so ein bisschen historisch. Das sind vielleicht auch eher Fallensteller, würde ich vermuten, die da die Fälle auch gleich zubereiten. Dann hier nochmal so eine populäre Aktion, Paparimo-Possum-Hunt, ne, in irgendeiner Schule, wo es als Fundraising-Event zum Teil auch gemacht wird. Für jedes abgeschossene Possum kriegt man dann irgendwie Geld. Und so das Possum sagt auch schon Hell. Und da unten so ein Hund, wie sie dann zum Teil auch in dieser entsprechenden Jagd gerne eingesetzt werden. Hier dieser, jetzt wer weiß, was ist irgendein Terrier jedenfalls, Jack Russell oder sowas. Diese Terrier, das ist auch interessant, diese Hunde sind gut, wenn es nur noch ganz wenige Tiere gibt. Irgendwann wird es ja unglaublich schwer mit Fallen zu arbeiten, wenn sie nur noch ganz wenige Tiere in einem Gebiet haben. Und dann müssen wir alles vorstellen, aber das ist nur ein Ding und die sind dann auch geschult, die das lange überlebt haben. Die haben viele andere, die Fallen reinlaufen sehen und die wissen, dass sie vermeiden werden und so weiter. Also wenn wir nur noch ganz wenige Tiere im Gebiet sind, die letzten, gerade bei den Possums, versucht man mit Hunden zu kommen. Nun sind Hunde aber deshalb gefährlich, weil Hunde überhaupt der größte Feind von vielen dieser laufunfähigen Vögel sind. Das wird nur nie groß erzählt in Neuseeland. Ja, aber die Hälfte aller Kiwis, die sterben durch Hunde. Mehr als die Hälfte in vielen. Auf der Nordinsel mehr als die Hälfte. Und Hunde können auch mal irgendein losgebrannter Schäferhund kann auch mal leicht in einer Nacht irgendwie 50 Kiwis oder sowas erledigen. Ja? Und diese Hunde. Die ist natürlich in der Jagd dann auch ein bisschen gefährlich. Die muss man sehr eng führen, die müssen irrsinnig gut trainiert werden. Diese Hunde, die wurden für Kapiti, die wurden fast ein Jahr lang trainiert. Und dann hat man es aber mit diesen Terriern, die sehr gute Jagdhunde sind, aufgegeben und hat andere genommen. Und zwar solche
Hunde wie Labrador und so, die stärker auf Vögel orientiert sind, die eigentlich für die Vogeljagd ausgebildet sind. Denn diese Hunde haben besseres Wissen über was ein Vogel ist. Ja, die kann man auch deswegen auf Vermeidung erziehen. Den kann man auch beibringen, Vogel nicht essen. Weil Peter Dick Russell, der weiß nicht, was ein Vogel ist. Der beißt halt zu, wenn er so das kleine Vogel sieht. Und nachher kriegt man nicht raus. Was denn nicht. Also es ist auch interessant, wie da selber sozusagen lernen, wie das dann so eine lernende Interaktion ist mit den Tieren. Wie diese Tiere, die kann man natürlich auf Kiwi vermeiden, nur mit echten Kiwis erziehen. Das muss man auch mal sehen. Das heißt, dafür muss man in diese Schutzgebiete selber reingehen. Das wäre... Okay, vergiften. Das ist natürlich mir das Wichtigste inzwischen. Denn da kann man großflächig vorgehen. Ja, die sogenannten Bad Dogs sind auch das most controversial in Neuseeland. Das sind seit mehreren Jahren, man kann sagen, seit einem guten Jahrzehnt in größerem Umfang mit einem Giftvorgehen, einem Natriumfluoracetat. Das heißt, es wird in so kleinen Pellets ausgeregnet. Und wie Sie sehen können, ist es auch für Hunde tödlich. Und watch children at all times und sowas ist auch für Menschen giftig. Allerdings nimmt die Giftigkeit ab, also das baut sich ab, der Stoff. Aber es ist ein starkes Gift, wo die Tiere dann entkrämpfen und sterben. Im Grunde relativ indiskriminiert, also sozusagen, macht keine großen Bescheidungen. Im Grunde sterben alle Säure dran. Das sind solche Operationen von diesem Maßstab. Es ist gar nicht leicht, solche Bilder zu kriegen, übrigens, weil wir natürlich zum Teil auch unpopulär sind und das eine sehr kontroverse Sache sind. Aber das ist eine Operation von der Südinsel. Ja, da können Sie sehen, also da werden richtig mit Hubschrauberstaffeln diese Sachen aufgenommen, in so Streuer reingetan hier. Und hier Sie sehen selber, wie die Leute da umgekleidet sind, die das zubereiten. Hier sind diese grünen Pellets. Das sind meistens so diese Karottenstückchen oder sowas präpariert. Oftmals werden die gerade in der Südinsel auch zuerst mal angefüttert. Das heißt, zuerst mal fliegen die ein, zwei Wochen davor mit ungiftigen Pellets, damit die Tiere sozusagen mal merken, da gibt es was Leckeres zu fressen. Und dann kommen sie zwei, drei Wochen später und mit diesen Giftladungen. Das ist natürlich aus verschiedenen Gründen umstritten. Erstens, weil Leute es überhaupt blöd finden, mit Gift in die Umwelt zu tun. Auch so viele Tiere. Das ist auch ein grausamer Tod, das ist völlig unbestritten. Also da, wie gesagt, Kampf für innere Blutung, hier heißt auch 1080 for Cruelty. Es wird immer 1080 ist eigentlich aus so einem Chemikalienkatalog die Bezeichnung. Das hat nichts zu bedeuten ansonsten. Und es gibt also verschiedene Demonstrationen an Orten, wo das im großen Maßstab stattgefunden hat. Die rechte Karte zeigt nochmal aus dieser Battle for Birds, die wir vorhin schon gesehen haben. So eine ganze Reihe von Gebieten auf der Südinsel, die entweder anvisiert worden sind im letzten Jahr, das glaube ich aus dem 2014, ist das, was sozusagen operationale Felder waren von dieser Art von Vorgehen. Ja, das sieht man auch, dass es nicht zu vernachlässigen sind. Das sind jetzt nicht nur diese kleinen, vielleicht schon eingezäunten Gebiete, wo das auch verwendet wird, sondern da wird zum Teil auch in offenen Gebieten, um den Prädatoren Druck zu minimieren, sozusagen massiv dieses Zeug aus. Auch da können wir jetzt wieder sagen, ähnlich wie bei den Zäunen, ja, es gibt in Neuseeland auch da vielleicht eine gewisse Empfänglichkeit, weil Neuseeland zum Beispiel eine sehr schöne, eine positive Geschichte hat in diesen ganzen Bodenverbesserungen vom Flugzeug aus, eine, die auf jeden Fall positiv gedeutet wird, dieses Topdressing gerade auf der Südinsel, also sehr viel mit Flugzeugen schon operiert worden, ist auch zur Umweltverbesserung, vielleicht eine andere Form der Umweltverbesserung, Herbizideinsatz ist auch sehr verbreitet in Neuseeland, auch von solchen von Fliegern aus hier, ja, hier insbesondere gegen diesen Stechginster, der auch extrem verhasst ist, Ors, der viele Weiden schwerer nutzbar macht oder weniger Ertrag hat. Dieses Bild erinnert mich ein bisschen an Apocalypse Now, finde ich, diese Art von Hubschrauber ist schon ganz gut. Okay, hier ist ein ganz kleines Kunstwerk eingeschoben. Von einer Künstlerin, Angela Singer, die ihre Kunst Detaxidermie nennt, die arbeitet nur mit so ausgestopften Tieren.
und macht dann oft so die Wunden sichtbar oder er macht auch neue Wunden dazu. Das soll also so ein Tier sein, was dann so ein 10, 80 Gramm Brustumfang, das ist ein kleines Brustumfang, von der Fellfarbigkeit auch sehr unterschiedlich. Da finde ich es ausgebleicht. Da ist so Perlen daran gestickt, das ist diese Blut, was aus dem Mund rauskommt. Okay, aber in der Öffentlichkeit ist eine ganz andere Sache erhoben gewesen, als ich jetzt zuletzt in Neuseeland war. Da war Eco-Terrorism angesagt, nämlich eine Erpressung. Hat jemand einen Brief geschrieben, so richtig, wie man sich das vorstellt, als Kind, mit der Mutter Wetter, der wurde auch überall gezeigt, an den Vorstand des größten Milchunternehmens von Terra in Neuseeland. Und hat gesagt, er würde, wenn dieses Jahr wieder 1080 ausgestreut werde, würde die Babymilch vergiften, die neuseeländische Milchpulver vergiften, und hat auch gleich eine Probe eines Gemischs beigelegt, wo dieses 1080 drin war und Milchpulver, also eine natürliche Dosis vermischt. Da waren wir sie dann durchaus beeindruckt, insbesondere weil sie mehrere Krisen mit China hatten in letzter Zeit, weil irgendwie der Produkt nicht okay war vor 2 Jahren. Und das ist für die Außenwirtschaft von Neuseeland von extremer Bedeutung, der chinesische Milchmarkt. Die waren eben in den Kaufhäusern, waren dann irgendwie solche Beschwörungen, dass alles sicher ist. Und da wurde aber tatsächlich das Milchpulver weggeschlossen in einem Kaufhaus. Da konnte man nur hinter Tresen kaufen. Das war ein riesiger Skandal, der als Ökoterrorismus in der Presse liegt. Okay, jetzt haben wir das sozusagen eingezäunt, ausgegiftet, Fallen gestellt, erschossen. Und jetzt kommen die neuen Macht. Wir sollen Whitehead sein, also nicht. Auf dieser Insel, die wir vorhin gesehen haben, ja, das ist auch wieder so ein kollektiver Event, ja, das machen viele Leute mit, die diese Tiere gepflegt haben oder mitgeholfen haben, die aufzuziehen. Können auch neue Kolonien begründet werden, wir sind eine Tölpelkolonie auf Rotorua. Wer sieht den Tölpel? Ist nur einer da, wie sind diese hier? Die anderen sind alle aus Plastik. Die haben sie da hingestellt, damit die sich da ansiedeln. Das ist sozusagen mit gerne mit so künstlichen, während die arbeiten. Dann kommt der ein und legt sich da erstmal hin. Da haben sie auch schon so kleine Nester gebaut. Ja, so. Gerade bei diesem Projekt muss man aber sagen, die Leute sind alles andere als naiv. Ein Direktor des Auckland Zoos, der da maßgeblich mitarbeitet, sagt, eine Sache, die wir gleich frühzeitig gestrichen haben, war die Idee, dass wir hier ein Ökosystem restaurieren. Ja? Wir restaurieren hier kein Ökosystem. Wir machen ein neues, ein gemanagtes Ökosystem. Und wir machen das auch nicht. Wir machen das. Ja? Das ist eine kleine Insel. Und wenn man hier nur was restaurieren würde, da wird auch nicht viel rauskommen. Wenn wir hier die Ökologie sagen, was auf jeden Fall nicht interessant ist. Die bringen da alle möglichen Tiere, die auch davor nie dort waren. Ja, irgendwie so eine Konsequenz, dass es auch einer aus dem Zoo ist. Das. Okay, Plan als letztes Element. Ich muss auf die Zeit achten, merke ich. Also, das können Sie selber schon Ihre Schlussfolgerung ziehen. Es gibt ja unglaublich viele so Regionalplanungsinstrumente, ja, über hier Managementplans für 10 Jahre, für 5 Jahre und so weiter. Das sind alle Tiere, die Sie jetzt schon kennen, hier so drauf. Sogar die europäische Wespe. Alle möglichen Tiere, die man eigentlich loswerden will. Hier ist für die Bay of Plenty die Region. Das andere, das ist vielleicht interessanter hier, Waikato. Das ist ein zentrales Agricultural Heartland. Und da sind dann auch interessant, wie das wieder kollidiert mit anderen Sachen, wie das Animal Health Board macht und sowas. Also es gibt dann diese TB-Kontrollbemühungen und die arbeiten zum Teil mit denselben Mechanismen. Ja, also ein guter Teil der Possumbekämpfung wird inzwischen vom Animal Health Board bezahlt. Das heißt also auch ein Teil dieser 1080-Flüge, da greift es sozusagen direkt ineinander über, dass man das zum Teil macht, um die Dairy Industry zu schützen gegen diese Rindertuberkulose und zum Teil, um irgendwie diese kleinen Kiwi, quote unquote, zu schützen. Dieses Skalieren, sag ich mal, das Größermachen oder so einen größeren Maßstab planen, findet erst seit relativ kurzem statt und das stößt natürlich an mehrerer Hinsicht an seine Grenzen. Ja, hier unten habe ich mal nur so ein Ding von diesen größeren Milchbetrieben.
gemacht, seine Frontera-Karte, aber hier, man kann auch sagen, es gibt auch noch eine ganze Menge, gerade in diesem Heartland hier, ungesettelte Claims aus den Restitutionsbemühungen für Maori-Land. Ja, also es gibt sozusagen rechtsunklare Gebiete, nicht Gebäude. Und was diese rechte Landnutzungskarte zeigt, die nun leider ein bisschen zu klein ist, da müssen wir nur mal diese helle Klasse sehen. Ja, alles, was hier so hell ist, das ist nämlich hier. Das heißt High Producing Exotic Grassland. Ja, das ist also ein ökologisch relativ wertloses sozusagen Gebiet, wo sozusagen sowieso mit eingeführten Gräsern große Weideflächen hergestellt worden sind, die also vielleicht nicht so relevant sind. Das heißt also, wenn Sie das größer machen, kommen Sie nun zunehmend auch an die Grenzen quasi dessen, beziehungsweise an die sonstigen ökonomischen Systeme und sonstigen inneren Widersprüche, auch historischen Widersprüche, die Landnutzung eben ausmachen. In diesem Land wie in anderen auch, aber in diesem ganz besonders in dieser postkolonialen Situation. Nun gibt es eine Initiative, die da wirklich erstaunlich ist und die ist auch relativ jung, die ist erst 2013 gegründet worden, die war für mich auch einer der Anlässe, mich ein bisschen näher mit zu beschäftigen, die heißt Predator Free New Zealand. Das ist also die Idee, jetzt diese kleinen Dinger, die es bisher in so Sanctuaries gibt oder in Inseln, hoch zu skalieren auf ganz Neuseeland. Das ist Predator Free New Zealand. Hier sehen Sie auch das Emblem, übrigens wieder ein Kiwi, der so eine Ratte niederhält, mal zur Abwechslung. Und so ein wichtiges Gruselbild, das mit Sicherheit gestellt ist, ich habe es nämlich woanders auch schon gesehen, der hier so einen kleinen Vogel gerade wegmuffelt, obwohl Possums, wie gesagt, nicht in erster Linie Vögel essen. Das ist eine grobe Irreführung. Das sind überwiegend nicht Vogelesser. Und dieses Ding ist nun der Versuch, sozusagen ganz Neuseeland in diese Pläne einzubeziehen. Das wird zuerst mal so stellen wie divers so interaktive Karten, wie Sie sich das vorstellen im Internet. Das ist vielleicht nicht so interessant. Aber hier nochmal in dieser Selbstdarstellung, ja, da sehen Sie einerseits, wer da alles mit dabei ist. Da können Sie nur staunen. Also es ist sozusagen das Ministerium, die Local Governments, die einschlägigen Forschungsorganisationen, Firmen, Privatfirmen, der WWF Neuseeland, die Farmers-Organisation Fish and Game, also Jäger und auch private Trusts und drei der wichtigsten Universitäten Neuseeland. Also es ist ein Riesenkonsortium, ja, also mit großen Firmen, mit WWF, mit Universitäten und so weiter. Und der Chef von dem Ganzen macht von sich zuerst mal Reklame, dass er ein verdienter Mann ist. Rob Fenwick has been killing little furry animals on his southern acre coastal block for as long as he can remember. We've laid literally tons of rat poison and funded bird translocation to the islands. Also sozusagen, das ist bei uns ganz schwer vorstellbar in der Öffentlichkeit, dass jemand damit seine Qualifikation nachweist. Seit ich ein Kind bin, habe ich tausende von kleinen Pelztieren umgebracht und Tonnen von Wild ausgegeben. Das ist ziemlich anders, würde ich mal sagen. Und der Plan von denen ist nur relativ einfach, ja. Das ist unser Ziel, Predator Free, unser Name und unser Ziel. Wir wollen den dramatisch reduzieren, und es ist oftmals in den Texten auch klar, komplett eliminieren, die Prädatoren in Neuseeland. Und zwar, und das ist jetzt sozusagen bemerkenswert, zum 200-jährigen Jubiläum dieses berühmten Waitangi-Vertrags. Also im Grunde, wo sich die bikulturelle Nation in Neuseeland konstituiert hat, nämlich so ein Vertrag zwischen der Krone und den Maori, der gar nicht so schlecht war, aber das ist eine lange Geschichte. Jedenfalls dieser Vertrag sozusagen zum 200-jährigen, also quasi auch nochmal so ein nationales Projekt, was da quasi erneuert wird. Und ich gehe jetzt auf das untere gar nicht ein, was daran interessant ist, ist immer diese Referenz auf solche frühen Zustände. Es geht auch immer sozusagen, glaube ich, latent darum, diese koloniale Schuld sozusagen abzutragen im Landnutzungswandel und auf solche vorkolonialen Zustände zu referieren. Und da ist auch interessant, dass dabei gleichzeitig so eine kleine Schuldverschiebung stattfindet oder stattfinden kann, indem man nämlich quasi das, was Foucault dann von der Heterotopie sozusagen sagt, die enthält immer auch Heterochronien, sozusagen so Zeitsprünge, ja? Nämlich dass die Vorstellung im Diskurs immer von so einem Predator-free New Zealand eigentlich ein Zealand-Diskurs ist, nämlich nicht New Zealand, ja, sozusagen. Und Zealandia heißt lustigerweise eines der ersten dieser künstlichen Gebilde, die quasi in der Stadt Wellington gibt es auch so ein kleines Sanctuary. Das heißt Zealandia, also natürlich extra eben nicht das neue Zealand, sondern das
vorkoloniale Neuseeland. Und da ist der paradigmatische Fall immer der Moa, auch ein Vogel, von dem Sie sicher schon gehört haben. Er hat sozusagen der große Bruder, auch wenn er gar nicht so nah verwandt ist mit dem Kiwi, aber auch ein Laufvogel. Und der ist nämlich ausgerottet worden von den Maori oder von anderen Polynesiern. Heute nimmt man, glaube ich, schon an, dass es sozusagen dieselben Maori war, obwohl es lange in den nationalen Diskursen auch hieß, es wäre ein eigenes Volk gewesen, das den ausgerottet hat. Und das ist quasi eine Art Ursünde, deren permanente Wiederevozierung in Neuseeland dazu dient, auch alles, was danach ist, zu überdenken. Ja? Und so ist auch zum Beispiel der erste Schaukasten im Canterbury Museum in Christchurch, ist ein wunderbares großes Diorama, wo so ein, na, die man erkennt aus New York und anderswoher, diese Schaukästen, hier gibt es ja auch tolle Überseemuseen, wo ein Maori auf so einen der letzten Moas zusteuert, um den da wieder auszumachen. Die Moa-Jäger. Okay, semiotisches Viereck, sozusagen Erweiterung dieser semiotischen Position sozusagen. Der Gegensatz von dem, was sterben soll, ist das, was nicht sterben soll. Also was must die, not must die. Ja? Im Englischen sieht es noch besser, was nicht sterben darf. Und, oder hätte nicht sterben dürfen. Das sind sozusagen die Vögel, vor allem voran der Moa sozusagen, der immer wieder in diesem nationalen Erzählern sozusagen so als großer Sündenfall dargestellt, aber auch andere Vögel, die allerdings vor viel kürzerer Zeit gestorben sind. Die zweite Negation, gut, hätte nicht sterben sollen, da kann man natürlich auch wie Revitalisierungsprojekte sich vorstellen. Es gibt so virtuelle Dinger jetzt, ja, wo man so wieder so rumlaufen kann mit Vögeln. Und es gibt so Ideen, so Jurassic Park-mäßig die Moas wieder zu züchten und so. Also herzustellen, aber das soll uns hier nicht beschäftigen. Die zweite Achse, die wir sozusagen nicht exploriert haben, ist die andere. Das, was nämlich nicht leben muss. Und das ist natürlich die andere große Leerstelle in dieser Opposition. Hier habe ich nur mal ein Bild gemacht, es gibt natürlich tausende Bilder, wie die Schafe umgebracht werden. Aber das ist für die Merskreederei. Das ist aus einer Werbung von der Merskreederei. Das sind so tiefgefrorene Schafleier. Die man daraus transportiert. Ja, und das ist natürlich wieder quasi das, was nicht leben muss. Ja, die Schafe, die können getötet werden. Die müssen nicht leben. Die müssen auch nicht sterben. Das ist sozusagen der zweite Gegensatz. Was jetzt, glaube ich, auch deutlich geworden ist vor dem Hintergrund der Sachen, die ich schon erzählt habe. Dann haben wir sozusagen so eine volle Konstellation, das ist so nach so einem französischen Semiotiker, wo man sozusagen diese primären Gegensätze, diese konträren Positionen eben oben und unten hat. Sie haben also einerseits diesen konstitutive Gegensatz von dem Kiwi und dem Possum, aber es wird jetzt auch ein zweiter Gegensatz sichtbar durch diese Negation, nämlich zwischen dem, was nicht hätte sterben sollen und dem, was nicht leben muss. Nämlich zwischen den Schafen und Rindern und diesen ausgestorbenen Vögeln. Das ist was, was sozusagen in der ersten Opposition gar nicht sichtbar ist. Und ich glaube, dass das uns auch hilft, jetzt einige der Konflikte sozusagen so als symbolische Konflikte noch genauer zu verstehen. Zum Beispiel dieses Bild. Das ist ein Bild von einer Künstlerin aus dem Jahr 2006. Das heißt Lamb of Constant Sorrow. Das ist aus einem wunderschönen Buch von der Lydia Potts. Das zeigt in den Lammkeulen, da drauf gesticht ist dieser Kokako. Das ist dieser Kokako, den wir am Anfang gesehen haben, dieser South Island Kokako, der ausgestorben ist. Und das Bild ist auch gemalt in dem Jahr, als der Doc diesen Kokako als ausgestorben erklärt hat, 2006. Also nehme ich mir ganz sicher darauf direkt Bezug. Und macht andere Dimensionen sichtbar, oder diese untere Relation, glaube ich, sichtbar. Ja? So heißt es schon viel. Okay. Das Zweite, was man sozusagen in diese inneren Beziehungen sehen kann, Kiwi, Schaf, ist sozusagen dieser ganzen Biosecurity-Ecoterrorism-Komplex. Ne? Das ist sozusagen diese Relation von dem Kiwi, Schaf. Plötzlich wird uns auch verständlich mit diesem Analyse-Basta, mir jedenfalls. Wie soll ich jetzt verstanden? Plötzlich wird mir jedenfalls verständlich,
warum können die eigentlich sagen, hey, wir vergiften eure Milch, wenn du 10,80 runterschmeißt? Das ist sozusagen die Beziehung zwischen diesen Rindern und dem Kiwi. Ecoterrorism. Ausblick, weil ich nur 5 Minuten habe. Das trifft sich gut, da muss ich mal wieder hier rangucken, wo ich eigentlich gelandet bin. Ich muss ein ganz bisschen abkürzen. Ja, das ist Zitat. Zuerst einmal diese soziale Dimension. New Zealand killing small mammals brings people together. Extermination really is a grassroots affair. Okay, wir haben also eine bestimmte Mensch-Tier-Versammlung sozusagen angesehen und einige ihrer inneren Widersprüche auch entdeckt. In Neuseeland ist hier die Versuchung besonders groß, wegen dieser natürlichen Ausgangslage oder sagen wir mal dieser frühhistorischen Ausgangslage, nur ganz bestimmte More than Human Natures zuzulassen. Okay, was sind Schlussfolgerungen? Was sind Schlussfolgerungen, nochmal ein bisschen auf die Theorie zurückzukommen, wenigstens, oder weiterweisende Überlegungen nach dem Blick auf diese Verknüpfung oder diese mit Gandhi heterotopischen Allianzen zur Biopolitik? Ne? Der Bruce Brown, der hier auch so eine Textgrundlage im Seminar war, hat davon gesprochen, im Kontext zu dieser Biosecurity-Debatte, dass man die Foucault'sche Perspektive nicht verkürzen soll auf die produktive Seite, sondern eben auch dieses Sterbenlassen in den Blick legen muss. Biopolitik als Thanatopolitik, ne? Thanatos griechisch. Und dieses Sterbenlassen kann auch ins Sterbenmachen übergehen. Noch mit dem Blick bei Foucault auf die Siechenden und Kranken, sicherlich auf Tiere zuerst mal. Eine Perspektive auf die biologische Sicherheit, die sich den More Than Human Natures konzeptionell verschrieben hat, die die lange verketteten, widerspenstigen Versammlungen zum Ausgangspunkt nimmt, die unruly assemblages, wie es bei Braun heißt. Solche Perspektive kann nicht anders, als auch die anderen Lebewesen einzubeziehen, in dieses Leben machen und sterben lassen. Ja, das macht der Braun. Und dann ist nur allzu sichtbar, dass es in den Debatten um die biologische Sicherheit immer auch und gerade darum geht, Leben zu beenden. Oder sagen wir, Leben in bestimmten Arrangements zu beenden. Man könnte auch sagen, gegen Leben vorzugehen, um anderes Leben zu stärken. Es ist Browns Verdienst, dass er das schön gezeigt hat. Hat aber eine gewisse Symmetrie hergestellt unter den Opfern solcher Zuwendungen. Da können wir die Possums hier eingemeinden bei seinen Bakterien und seinen Viren und infizierten Vögeln. Aber das ist nur eine halbe Symmetrie. Braun entgeht an seinem empirischen Gegenstand, dass auch die positive Hälfte symmetrisch formuliert werden kann. Auch die Zuwendung für das Leben machen, ist dann konsequent nicht mehr auf das Humane zu beschränken. Und wenn wir dieses Konzept so ausweiten wollen, müssen wir es nach beiden Seiten tun. Thanatopolitik für die Possums, produktives Leben machen für die Kiwis und Kokakos. Vielleicht auch neu geklonte Moas. Nicole Schuking spricht in einem tollen Buch Animal Capital über diese Erweiterung auch, ne, von der Biopolitik zur Zoopolitik, wie sie das nennt. Kauft sich aber nicht in diese ergangenen Unterscheidung ein von Bios und Zoo. Es geht ihr also nicht um das Tier an sich oder das Tierische im Menschen oder Ontologien, wie sie bei Agamben finden, sondern um konkrete, historisch situierte Tier-Mensch-Verkettung. Da gibt es konkrete Gruppen oder Gattungen von Tieren in definierten Situationen und Bindungen. Ja, wenn wir nochmal an das Bild denken von der Mary Crow's Crook, was wir vorhin gesehen haben, ich vergesse hier weiterzuschalten. So. Ach, da ist es noch. Da ist ja auch diese Krone drauf und das Kreuz. Ne? Das sind schon ganz klare Insignien auch dieser kolonialen, dieser englischen Situation sozusagen. Ne? Die Pakeha und so weiter, die da gemeinsam weinen, ne? Die Kronen weinen, da sind Tränen dran. Ja? Mit der Mary Rose Crook natürlich zusammen um den Kokako. Ne? Eine Opfer- und Trauerszene in ihren konkreten Bezügen. Das kann man weiterdenken, muss man vielleicht sogar weiterdenken, so eine ganze Opfersemantik rein. Ne? Für welches Lamm das dann steht, ist ja relativ offensichtlich christliche Mythologie. Und dann erscheinen eben neben diesen Companion Species, von denen Donna Haraway sieht, noch eine zweite Gattung, die könnten wir als Communion Species bezeichnen. Ja, als Opfertiere. Agnus Dei. Lamm Gottes,
gib uns deinen Frieden. Amen. Auch das Possum lässt sich dann als eine andere Art von Opfertier deuten. Tier der Kommunion, wenn es für ein höheres Leben sterben muss. Aber mit der Aufforderung will ich natürlich nicht enden. Das wäre nun doch fatal. Sondern vielleicht doch mit einem letzten Gedanken, auch ohne dieses Zitat. Die restaurative Ökologie. Das Experiment ist sehr normativ. Und hier auch sehr destruktiv. Das haben wir gesehen. In Neuseeland werden anerkannt leidensfähige Säugetiere sowohl handwerklich wie quasi industriell zu Tausenden und Abertausenden getötet. Dagegen sind verschiedene Einwände gemacht worden. Ja, Wasserverschmutzung, alle Tiere, das Tiereleid, dass die Jagd behindert wird, dass dieses ganze Vorhaben Projekt weißer Mittelschichten ist, um die koloniale Schuld abzutragen und so weiter. Aus einer ökologischen Ecke ist auch die Fixierung auf die Prädatoren kritisiert worden übrigens. Das wäre auch denkbar, irgendwie stärker auf so eine evolutionäre Adaptiveness zu setzen und die Tiere irgendwie an so gezielten Stress auszusetzen, dass sie sich irgendwie entwickeln oder nur auf Zuchtschutzräume zu machen oder ähnliches. Nur noch zwei Absätze. Aber wie bei anderen Kritikern wird hier auch, das ist mir doch noch wichtig zum Schluss zu sagen, wird auch die ökologische Vision, die dahinter steht, kaum bestritten. Ja, die Ökologie scheint ein durch und durch konservatives, restauratives Projekt. Wenn wir aber die Pluralität von Natur hinnehmen und sogar theoretisch setzen wollen, die menschliche Durchdrungenheit der Natur und die natürliche Durchdrungenheit der Menschen, muss es ja von vornherein keine Privilegierung geben von irgendwelchen Naturzuständen, vergangenen kaum. Ja, das ist gerade die Freiheit in diesen unruly assemblages, wenn wir so wollen. Ja? Man kann nicht im großen Maßstab die Ökologie des 19. Jahrhunderts wollen, auch nicht die Jungpleistozän mit den Großsäugern, da werden wir nächste Woche was drüber hören, oder eine Natur vor der polynesischen Besiedlung. In einem originellen Papier über Eichhörnchen, Squirrel, hat Nicholas Holm geschrieben, eine progressive Ökologie könnte auch gerade diese taktischen, situationistischen Tiere hochhalten, ja vielleicht sogar ihre Befreiung feiern. Denn warum sollten nicht auch Tiere dann ihre historischen ökologischen Fesseln abstreifen, sich aus der Unterdrückung der Verhältnisse befreien, Unterdrückung auch von anderen Arten, so wie das Possum sich befreien konnte, es sich in Neuseeland heute gut ergehen lässt. Eine progressive Ökologie könnte sich demnach nicht an der Rechtmäßigkeit oder Korrektheit eines früheren Ökosystems oder historischer Zustände orientieren, sie muss vielmehr die Breite der neuen Ökosysteme annehmen, als gültig an und für sich, als gültig und kritikfähig, nicht als besser, sondern auch als Zeichen der Degradation. Und in diesem positiven Grundton, der sich auch durch weite Teile der Companion Species Literatur zieht, kann ich dann enden mit dem Satz Long live.